Servus Outlaws, diese vier Waffen, die ich euch hier zeige, solltet ihr unbedingt ausrüsten. Mit diesem Loadout seid ihr für jede Situation perfekt gerüstet, für den Nahkampf, aber auch für den Fernkampf. Ist ein extrem geiles Loadout mit den besten Waffen im Spiel. Bleibt auf jeden Fall dran. Im Spiel kann man sehr viele verschiedene Waffen ausrüsten, man kann aber nur vier Waffen mitnehmen und ich zeige euch die vier besten Waffen, die auch noch in Kombination extrem stark sind. Ihr seid eben für jede Lage perfekt im Spiel vorbereitet. Wir haben für mittlere Distanz was, für nahe, aber auch natürlich für ferne. Das Scharfschützengewehr darf auch nicht fehlen und da habe ich euch ja das Beste im Endeffekt zusammengestellt. Zieht's euch rein. Wir fangen mit dem Repetiergewehr an. Ist ein absolutes Muss, sollte man immer dabei haben. Da kommt man nicht drum rum. Ich habe hier immer das Lanchester Repetiergewehr dabei, denn es ist noch mal ein gutes Stück besser als die anderen Repetiergewehre. Es gibt ja insgesamt drei Stück. Wir haben hier sehr viel Schuss im Magazin und ja, da kann man schon, wenn dann fünf Gegner auf mittlere Distanz kommen, kann man die sehr schnell mit dieser Waffe abballern. Und sie sieht auch von der Optik perfekt aus, aber wie gesagt, von den Werten ist es auch das beste Repetiergewehr und ist ein absolutes Muss in jedem Loadout, sollte man immer mitnehmen. Also ein Platz ist auf jeden Fall für dieses Gewehr gesetzt. Dieses Repetiergewehr, das von Lanchester, könnt ihr auch noch gratis abstauben. Wer das gratis haben möchte, kann auch oben rechts aufs i-Zeichen klicken, dann werdet ihr rübergeleitet. Kommen wir jetzt zu der etwas näheren Distanz, zu den Revolvern. Ich schieße immer mit einem Revolver und da ist auch der Trick bei diesem Loadout. Out. Mit dem, das was ich euch jetzt hier zeige, seid ihr für jede Lage gerüstet. Viele haben vielleicht von euch zwei Revolver ausgerüstet, dann noch eine große Schrotflinte und auch ein Repetiergewehr. Euch fehlt dann aber die Sniper und die braucht man auch hin und wieder. Und mit dem Loadout schießt man mit einem Revolver und hat dann als zweite Waffe im Holster, hat man dann die abgesägte Schrotflinte, die ist für den Nahkampf und hat somit einen großen Platz frei für die Sniper. Und das ist wirklich extrem cool. Machen wir jetzt weiter mit dem besten Revolver. Ich habe hier einige Tests gefahren. Meiner Meinung nach ist der Schofield Revolver der beste im Spiel. Wir fangen jetzt an mit dem Double Action Revolver. Der ist komplett schlecht, denn man braucht 4 Schuss im Schnitt, dass ein Gegner stirbt. Er hat ein 6er Magazin, bedeutet, man kann einen Gegner töten und beim zweiten muss man eben schon nachladen, wenn man eben Treffer auf die Brust ganz normal macht. Beim Kettleman Revolver, der Unterschied zwischen Kettleman und Schofield Revolver ist wirklich sehr gering. Der Kettleman hat eine bessere Feuerrate, er kann einen Tick schneller schießen, die Genauigkeit ist aber ein bisschen weiter unten. Und ich finde die Genauigkeit gerade beim Revolver nicht verkehrt, deswegen ist meiner Meinung nach der Schofield Revolver der beste im Spiel, denn die Genauigkeit ist einfach ein bisschen höher und von der Feuerrate passt es auch perfekt. Es gibt auch noch eine extrem coole Variante oder sogar zwei Stück. Meine Lieblingsvariante ist die Miller's Edition, habe ich auch schon ein Video dazu gemacht, ist, diesen Revolver bekommt man am Schluss von der Schatzkarte. Wer sich diesen geilen Revolver abchecken will, kann gern oben aufs i-Zeichen klicken. Wer nicht so auf die Revolver steht, kann ich nur empfehlen, ihr könnt auch die Vulcanic-Pistole mitnehmen, ist von der Schussrate ein bisschen weiter unten, hat einen extrem hohen Schaden, aber mit dieser Waffe kann man mit 2 Schuss jeden Gegner ausschalten auf die Brust, ist wirklich extrem stark und man hat ein 8er Magazin. Wie auch gerade schon erwähnt, habe ich jetzt eben als zweite Waffe die abgesägte Schrotflinte. Man kann auch mit einem Revolver und der Schrotflinte schießen. Ich halte mir die Schrotflinte aber wirklich für den Nahkampf immer auf. Und das ist schon wirklich extrem cool, denn man hat dann separat auch nochmal eine Sniper dabei. Wie gesagt, wenn man eine große Schrotflinte mitnimmt, dann kann man eben ja entweder keine Sniper mitnehmen oder kein Repetiergewehr. Und Repetiergewehr ist immer safe gesetzt, braucht man in so vielen Situationen und ist einfach schade, wenn man hin und wieder keine Sniper dabei hat. Deswegen verzichte ich auf einen weiteren Revolver oder Pistole und nehme lieber die abgesägte Schrotflinte mit. Ist wirklich extrem gut, von den Werten her passt. Man hat zwar nur 2 Schuss, aber man hat eben auch eine Nahkampfwaffe, wo man mal schnell ein paar Gegner wegballern kann. Vom Scharfschützengewehr gibt es insgesamt 2 verschiedene. Meiner Meinung nach ist das beste Scharfschützengewehr das, wo man etwas später bekommt, und zwar das Calcano, oder wie das heißt. Das seht ihr auch hier.
Die Scharfschützengewehre sind im Endeffekt sehr gleich. Es gibt nur einen großen Unterschied, und zwar beim Nachladen. Und da ist es, ja, dieses Kakano wirklich extrem gut. Es ist einfach doppelt so schnell wie das andere. Und deswegen habe ich mich für dieses entschieden. Das sieht man auch hier sehr schön im Video. Ich habe hier ein paar Schüsse verballert. Und er steckt im Endeffekt so ein komplettes Magazin rein. Und die Sache ist erledigt. Beim anderen muss er jeden einzelnen Schuss separat reinladen. Deswegen ist dieses, ja, Scharfschützengewehr meiner Meinung nach ein Tick besser als das andere. Ja, das gehört auch noch dazu, und so habt ihr eben das perfekte Loadout. Wer jetzt zum Beispiel auf das Scharfschützengewehr verzichten kann, weil, ja, in manchen Situationen braucht man es nicht, kann man natürlich auch noch auf eine Schrotflinte wechseln, auf eine große. Da sind die Unterschiede wirklich auch sehr gering zwischen den drei Schrotflinten. Mir gefällt persönlich die Pump Action Schrotflinte am besten. Sie schießt zwar ein bisschen langsamer als die halbautomatische, aber ich finde dieses Langsame, dass es einmal nachlädt, gerade so das Perfekte bei der Schrotflinte. Du visierst einen Gegner an, zack, lädst nach, zack, den nächsten. Und bei der halbautomatischen kann man so einen Tick zu schnell schießen und ballert dann nochmal einen Schuss mehr raus, den man dann aus Versehen versetzt hat. Deswegen ist meiner Meinung nach die beste Schrotflinte die Pump-Action-Schrotflinte. Die Repetier-Schrotflinte ist aber auch nicht so verkehrt, denn man hat da auch nochmal einen Schuss mehr drin. Aber wie gesagt, die Pump-Action ist so ein guter Allrounder und von der Optik finde ich auch top. Dann, wenn ihr natürlich die Action-Schrotflinte ausgerüstet habt, könnt ihr natürlich noch eine weitere Pistole mitnehmen. Hier würde ich euch auf jeden Fall die Volcanic-Pistole empfehlen. Denn die Combo mit dem Schofield-Revolver und die Volcanic-Pistole, die in Kombination ist wirklich extrem hart, denn jeder Gegner ist auf zwei Schuss tot. Wenn man auf die Brust zielt, geht böse ab. Ja, das ist mein Loadout. Wie gesagt, das erste finde ich einen Tick besser mit dem Schofield-Revolver, die abgesägte Schrotflinte. Wir haben ein Scharfschützengewehr und ein Repetiergewehr. Wer auf das Scharfschützengewehr verzichten kann, der nimmt dann eben, wie gesagt, eine größere Schrotflinte mit. Bei mir ist es die Pump-Action-Schrotflinte, das Repetiergewehr, den Schofield-Revolver und dann on top noch die Volcanic-Pistole. So ist man wirklich sehr gut ausgerüstet. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was euer Loadout ist. Würde mich echt interessieren, was ihr für Waffen benutzt. Das sind auf jeden Fall meine und die sind richtig gut. Wenn euch das Video geholfen hat, gefallen, würde ich mich über einen Daumen freuen. Wer mehr sehen will, kann gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Da findet ihr alles rund um Red Dead Redemption 2. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.